Ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Heute am Mittwoch an meiner Seite Florian Söllner. Schön, dass du da bist. Grüß dich, Margot. Ich habe ein kleines Déjà-vu. Wir haben uns die Woche zwar schon mal gesprochen am Montag, aber wir machen das jetzt öfter mal, dass wir uns ein zweites Mal in der Woche treffen. Und wenn was los ist, wenn es Sinn macht, gerne. Ja. Weil tatsächlich hat man es gesehen. Manchmal sehr interessant, nochmal nachzuhaken. Gerade jetzt hier neue Rekorde. Richtig, Dow Jones 30.000. Das war eben... erstmalig ist der Dow über diese Marke gestern gestiegen, auch darüber aus dem Handel gegangen. Das könnte ja noch neue Impulse für die Aktienmärkte weltweit geben. Ja klar, die Euphorie wird natürlich immer größer. Es gibt jetzt einen ganz prominenten Fan, der sich jetzt sogar nochmal zum Dow geäußert hat. Ich weiß nicht, ob wir das Video mal kurz einspielen können. Können wir tun. Es geht da um Donald Trump auf einer der Pressekonferenzen im Weißen Haus. Es wird uns gleich eingespielt. Genau, er hat sich auch dazu, und das war ja auch der ausschlaggebende Punkt, warum es so gut lief, weil er jetzt die Machtübergabe an Biden so langsam einleitet. Genau, es ist ein bisschen die Erleichterung, gerade auch grüne Werte steigen jetzt, wir kommen gleich nochmal dazu. Und schon außergewöhnlich, dass so ein Präsident sich so abfeiern lässt. Also er könnte ein guter Börsenmoderator werden, glaube ich, im nächsten Leben, weil seine persönlichen Aktien stehen ja gerade nicht mehr so gut. Februar hat er Zeit, wir hören mal kurz rein, ganz kurz, Herrn Trump. The stock market's just broken 30,000, never been broken, that number. That's a sacred number, 30,000. Nobody thought they'd ever see it. That's the ninth time since the beginning of 2020. Also da haben wir es gehört, die Aussagen von Trump dazu. Er hat ja dann ab Februar Zeit, also dann könnte ja tatsächlich vielleicht ins Börsengeschehen ein bisschen. Und er wäre nicht Trump, wenn er nicht gesagt hätte, diese Marke ist heilig und toll, dass wir es geschafft haben. Wie du schon sagst, wichtiger ist jetzt schon Joe Biden. Da gibt es eben Hinweise laut New York Times, dass John Kerry kommt, eben für Umweltthemen zuständig. Dass als Art Minister Posten dann auch dargestellt wird oder die Wichtigkeit bekommt. Also sehr tolle Aussichten für Solar, Wasserstoff. Auch da sehen wir gleich nochmal einen Titel dazu. Klar, tolle Marktphase derzeit. Man muss aber immer ein bisschen berücksichtigen. Es kommen immer mehr Leute fragen auch mich Bekannte, die noch nie was mit Börse zu tun hatten. Wir kommen schon in eine Phase, wo dann irgendwann alle im Markt sind, alle sich abfeiern und wo dann eine Übertreibung irgendwann mal kommt. Bevor wir auf die Werte zu sprechen kommen, also Solar oder Wasserstoff, schauen wir nochmal auf Xiaomi, denn da gab es jetzt jüngst Zahlen zum dritten Quartal und es lief gut. Zahlen waren über den Erwartungen toll, also wir haben hier 35% Wachstum und Gewinn, wir müssen auch sehr margenstark Gewinn mal einfach verdoppelt im Q3 und gerade auch in Westeuropa, wir haben mit dem Dachmanager gesprochen, der hat schon darauf hingewiesen, läuft einfach sehr gut. Die hat man sogar 100% mehr Geschäft gemacht. Die Aktie hat nach dem schönen Gewinn und Ausbruch trotzdem ein bisschen korrigiert, ist noch intakt, weil es gab auch beim Ausblick ein, zwei Sachen, die nicht so gut gefallen haben, zum Beispiel die Gaming-Umsätze, man hat ja auch Gaming-Produkte, stagnieren gerade, also sprich Lockdown-bedingt waren in China sehr stark, diese Phase ist jetzt um, aber gleichzeitig gibt es weiterhin sehr tolle Aussichten, man will weiterhin sehr coole Produkte machen in China, in Indien, auch die Smartphone-Marke Nummer 1, also spricht sehr viel dafür, dass diese Story noch nicht zu Ende erzählt ist. KGV von nächstes Jahr 33, kein Schnäppchen mehr, aber intakt war ja Favorit der Reaktion im Aktionär und wir halten da dann fest an der Position, die ja im Depot 32 ist. Absolut gehypt ist momentan auch das Thema Elektromobilität. Wir blicken zunächst mal auf Tesla. Auch da neue Rekorde mal wieder in dieser Woche, die wir gesehen haben. Du hast uns auch gleich ein Bild mitgebracht, denn Elon Musk hat sich so ein bisschen, da ist das Bild erstmal, bevor du uns den Chart einzeigen darfst, Elon Musk hat sich dazu geäußert, dass es eigene E-Automodelle für Europa geben wird, könnte. Genau, er hat gesagt, er war jetzt auch in Europa unterwegs mit dem Model X und schwierigen Parkplatz zu finden. Also es ist trotzdem ein bisschen enger in Europa als in den USA. Und jetzt hat er eben gesagt, ja, so ein Hatchback, so ein Modell, klar, VW ID.3 verkauft sich sehr gut. Und man sieht später nochmal eine Grafik. Tesla hat nicht mehr diesen großen Marktanteil, da eben sehr viel günstigere Autos reinkommen. Schickes Auto, was hier eben jetzt im Gespräch ist, zumal man jetzt auch, ja, auch angekündigt hat, die größte Zellfabrik auch zu bauen, nahe Berlin. Chartendisch hat mir gesagt, hier der Ausbruch, wie erhofft, hier auch weiter, nichts mit Doppeltop geht weiter. Dow Jones Aufnahme steht an, 21. Dezember, läuft weiterhin sehr rund, das Thema natürlich. Aber wir sehen es gleich nochmal, bewertungstechnisch stoßen denn wir dann irgendwo an. Und ein Hinweis noch politisch, Wettbusch hat gesagt, Joe Biden kommt ja. Und die Analysten erwarten hier nochmal eine dramatische oder erhoffen sich Beschleunigung, was Elektroautos angeht, gerade in den USA. Also sprich, hier wird man einiges in Bewegung setzen, um noch schneller die Elektromobilität zu fördern. Klar, dass die Leute derzeit ganz heiß sind auf Elektroautoaktien. Aber auch in Europa gewinnt Tesla immer mehr an Beliebtheit. In manchen Ländern mehr als in anderen. Wir haben noch eine Grafik bezüglich der Niederlande, die du uns mitgebracht hast. Was sieht man denn hier? Genau,
Quelle, glaube ich, EV-Portal. Also was man hier sieht, ist Tesla Model 3 klar immer noch beliebt verkauft, aber es gibt eben schon sehr viel Angebot und der Marktanteil bei rund 10% von Tesla ist gar nicht so hoch, wie man es denkt, wenn man diesen hohen Aktienkurs sieht. 500 Milliarden Dollar Marke geknackt. Wir haben später auch nochmal eine Grafik. Also Punkt ist der, Elon Musk hat ja mal getwittert, dass er sich vorstellt, so 60-70% Marktanteil zu haben im Jahr 2030, wenn dann vielleicht 30 Millionen rein Elektroautos verkauft werden. Tesla dann 20 Millionen baut pro Jahr, also mal 40 mal so viel wie jetzt geplant. Also die Realität sieht derzeit ein bisschen anders aus. Es gibt sehr viele andere Elektroautos. Tesla verkauft in Norwegen oder auch Niederlande gar nicht so viel prozentual gesehen wie andere. Es gibt eben sehr viele andere spannende Autos. Auch deswegen muss er sozusagen jetzt auch niedriger gepreiste Autos, kleinere anbieten, um hier Schritt halten zu können mit den sehr hohen Erwartungen. NIO ist ja auch so ein gehypter Wert im Moment. Wie fundamental ist es denn hinterlegt, die Entwicklung, die die Aktie genommen hat? Ist natürlich sehr teuer. Charttechnisch natürlich ein absoluter Hype und ein Run, macht noch keine Gewinne. Wir haben sie jetzt das erste Mal hier in dieser Sendung. Das Thema läuft sehr rund, aber auch das wird schwieriger werden. Charttechnisch noch intakt, aber wir schauen uns einfach mal die Bewertung an. Wir haben eine schöne Grafik dort. Genau, da können wir gleich mal drauf schauen. Auch den Vergleich, genau. Hier haben wir mal, Quelle Bloomberg habe ich mir das gerade mal rausgetippt, eben im Vergleich zu VW, die ja mit Porsche, Audi etc. eben auch 1,5 Millionen Autos bauen wollen bis 2025. Tesla-Niveau, hier sieht man es, KGV, hier VW 8, Tesla 137. Hier gibt es noch kein KGV, NIO, man müssen sich das KUV mal angucken. 2, noch gar nicht so teuer, aber klar auch lange nicht die Top-Marke wie Tesla. KUV 12 versus VW 0,4, 20 mal so hoch bewertet. Marktkapitalisierung 5-mal so hoch. Klar hat VW Netto-Schulden, müsste man theoretisch für den Enterprise Value noch abziehen, aber schon verrückte Bewertungen. Und man sollte sich immer wieder angucken, dass so viele neue Autos kommen. Tesla muss im Prinzip den Marktanteil, Stand jetzt Europa, noch ausbauen, um da irgendwo mal reinzuwachsen in Bewertungen. Aber wie gesagt, kurzfristig haben wir diese Daueraufnahme, haben wir diesen Schwung. Wir freuen uns alle auf Joe Biden, gerade die Tesla-Investoren und grünen Investoren, kurzfristig ja, langfristig bedenken, dass wir hier schon wirkliche Hype-Bewertungen haben. Wir hatten auch kurz noch das Video gesehen. Wichtiges Thema ist natürlich bei Elektroautos auch, wie schnell die Batterien gewechselt werden können oder wie das Ganze funktioniert, auch zukünftig, wie einfach das dann quasi wird. Sieht das anders aus bei NIO als bei Tesla beispielsweise? Geht das also schneller? Batteriewechsel hat der Tesla auch schon mal überlegt und getestet, dann verworfen. Bin ich kein Fan davon, muss ich ganz klar sagen. Hört sich erstmal ganz gut an, aber je schneller wir laden, es wird immer schneller, die neue Batterietechnologien wird so viel geforscht, berichtet. Irgendwann geht es so ohnehin so schnell zu betanken wie jetzt mit Treibstoff. Das Batteriewechseln wäre mir dann zu kompliziert und sehe ich weniger, dass das den großen Unterschied macht künftig. Aber dennoch braucht man ja Batterien und die kommen beispielsweise von Samsung SDI, auch da werden wir drauf blicken. Du hast uns auch hier noch ein Video mitgebracht vom Audi Q4 e-tron Sportback, den wir gleich sehen werden. Genau, rund 15% des Batterievolumens liefert man an die VW-Gruppe. Worin genau ist nicht bekannt, aber laut südkoreanischen Medienberichten eben auch Audi e-tron, Samsung SDI dabei. Der kommt jetzt an die Coupé-Version. Sehr spannend, Samsung SDI, und das ist noch nicht so hoch bewertet. Wir wissen ja, das steht eine Vervielfachung an. Also wir fühlen uns da wohler mit dieser Depot 2030-Aktie hier als Batterielieferant darauf zu setzen, als jetzt eine wild bewertete Elektroautoschmiede aus China reinzukaufen. Hier sieht es weiterhin sehr gut aus. Zum Thema Tesla als Konkurrent hat Samsung SDI jüngst schon im Analystencall gesagt, wir fühlen uns in wichtigen Teilbereichen, gerade das schnelle Laden, führend. Also die sind nicht so laut, machen keine Batterieshows, aber de facto hat man eine sehr hohe Qualität in seiner Zelltechnologie. Auch das Werk in Ungarn wird gerade hochgefahren, die fünfte Generation für BMW und VW. Eine sehr tolle Geschichte und weiter kaufenswert. Du hast es eingangs schon erwähnt, die Solarbranche. Auch da wollen wir jetzt nochmal drauf blicken. Exemplarisch sehen wir hier SMA Solar. Die Aktie ist gut gestiegen momentan, aber so eine leichte Konsolidierung, der Biden-Effekt kommt noch oder ist der schon eingepreist? Also absolut gesunde Konsolidierung, schön gestiegen. Und macht 34% ja in Amerika, im amerikanischen Kontinent. Also man profitiert sehr relevant eben vom Biden-Effekt, wenn er denn so kommt, wie er hofft.
Und das ist das Spannende. Wir haben eine lange Seitwärtsbewegung und jetzt kommen wir eben erst raus. Man ist noch nicht so gehypt und ganz frisch, deswegen habe ich sie auch noch dabei. Ein TFA-Signal, also Turnaround Formel, Aktionär hat Überperformance die letzten Jahre einfach gehabt, wenn ein TFA-Signal kommt. Gutes Zeichen. Insofern im TFA-Depot, im Depot 2030 ohnehin schon enthalten. Nicht so teuer bewertet, für mich weiterhin ein Kauf. Du hast schon öfter über dieses Turnaround-Formel-Signal gesprochen. Vielleicht hat es der eine oder andere gar nicht auf dem Schirm, was das genau ist. Da sehen wir auch mal gleich eine Grafik zur Strategie der Turnaround-Formel. Klar, das Wort verletzt schon so ein bisschen, um was es geht, aber kannst du es noch ein bisschen genauer erklären, wie das funktioniert? Grundsätzlich scannen wir immer wieder per Knopfdruck. Es dauert dann ein bisschen, bis sie ausgespuckt werden. Zehntausende Aktien nach einer gewissen Chart-Konstellation, eben so ein schöner Turnaround. Und haben da mehrere Kriterien, die erfüllt werden müssen, Handelsvolumen, lange Seitwärtsbewegungen sind welche. Und dann werden 7 bis 10 Aktien ausgespuckt, alle 2, 3 Wochen. Und dann kommt nochmal der Fundamentalcheck, den hat SMA Solar auch bestanden. Das Interview, was ich geführt habe mit dem Vorstand jüngst, war gut. Und dann kommt dieses wertvolle TFA-Signal, was teilweise immer sehr interessante Werte ausspuckt. In der neuen Turnaround-Formel haben wir noch einen zweiten Solarwert, aber SMA insofern nochmal die Bestätigung, dass es eine sinnvolle Aktie derzeit ist. Jetzt gucken wir nochmal zurück aufs Hotstock-Depot. Da sehen wir nämlich, dass hier auch unter anderem Plug Power mit drin ist. Und da hast du mir verraten im Vorfeld der Sendung, dass es da einen kleinen Rekord zu vermelden gibt. Ja, wir haben jetzt die 1000% voll gemacht bei Plug Power seit Kauf am 23.08.2019. Das Depot entsprechend jetzt 200% vorne. Klar, wir hatten ja oft darauf hingewiesen, wenn eine Aktie sich verelffacht, wird sie zu groß, das Risiko im Depot wird größer. Wir haben auch schon Gewinne immer wieder mitgenommen, lassen die Restposition aber natürlich laufen. Haben wir jetzt aber auch 1, 2 neue Wasserstofftitel gekauft ins Depot, die eben noch nicht so gehypt sind und eher von unten rauskommen. Plug Power war ja früher, letztes Jahr auch mal eine TFA-Signal. Da hatten wir auch diesen Ausbruch aus einer langweiligen Seitwärtsbewegung. Jetzt haben wir eben die 1000% gemacht. Wir haben eine Restposition, aber natürlich ist es jetzt kurzfristig ein bisschen heiß gelaufen. Man sieht, was nach solchen Phasen auch mal passieren kann an Konsolidierung. Aktiv kaufen würde ich aktuell nicht, laufen lassen, Restposition ja. Und was wir ja auch gesehen haben, nochmal 1 Milliarde aufgenommen, frisches Kapital für Wasserstofffabriken hochzuziehen. Man hat jetzt den Vorteil, dank des Vertrauens, dass die Menschen diesen Wasserstofftiteln geben, dass man auch sich finanzieren kann für große neue Projekte. Also die Branche wird stark wachsen, das wird sehr gut funktionieren, aber vielleicht sind die Aktien jetzt echt schon ein bisschen vorausgelaufen, einige. Einige. Die anderen, die hast du ja gerade angeteastet. 1, 2 noch nicht so, gerade die neueste. Da gibt es dann weitere Infos dazu. Zu guter Letzt blicken wir noch auf Carnival. Klar, die Corona-Verlierer in diesem Jahr, die haben sich zuletzt wieder besser entwickelt, wegen der Impfstoffhoffnung, auch Carnival unter anderem. Ist es vielleicht ein bisschen verfrüht oder ist eigentlich schon jetzt der richtige Zeitpunkt, weil natürlich die Zukunft gespielt wird, auch wenn es aktuell noch... Also je früher, desto besser. Klar, manchmal zu früh, wir sind ja hier schon mal rein, dann wieder raus. Aber jetzt zweiter Versuch. Mhm. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie man jetzt Hoffnung schöpfen kann, indem man eben geimpft wird oder die Tests schneller macht und dann Kreuzfahrten machen kann über AIDA-Tochter beispielsweise. Wir hatten hier schon gesagt, hier Kaufsignal, jetzt über der Linie nochmal schönes Volumen nach oben. Also für mich absolut einen Trade wert. Wir hatten ja auch mal mit dem Holiday-Check-Vorsprung gesprochen, der sagt, so schnell kommt die Erholung nicht, aber klar, selbst wenn es erst im Frühling, Sommer nächstes Jahr aufwärts geht, die Aktien laufen da gerne mal ein halbes Jahr voraus und irgendwann hoffen wir doch alle, dass wir das Thema Corona mal hinter uns lassen und uns wieder positiver dann widmen, wieder in den Urlaub fliegen oder mit dem Kreuzfahrtschiff fahren. Also rein charttechnisch natürlich riskant, Stopp hier würde ich einziehen, weiterhin ein Trade wert. Können die Zuschauer mal fragen, können sie gerne in die Kommentare schreiben, welche ihre Aktie ist, die jetzt ein Corona-Verlierer war oder immer noch ist, die jetzt aber wahrscheinlich wieder viel Potenzial hat, um ja, wieder durchzustarten. Also gerne hier in die Kommentare ihre Aktie nennen, die sie da am interessantesten finden. Florian, das war's für heute. Dankeschön. Gerne, Marco. Ja, bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.